Das ist die rechtschaffene Frau, die heute fehlt. Viele von uns haben Kopftuch getragen, Niqab getragen. Die haben nur das Äußerliche geändert. Aber das hier drin haben sie es nicht geändert. Deshalb haben wir Probleme. Das hier drin muss sich ändern. Dieses Herz, dieses Verhalten, diese Zunge muss sich ändern. Die Frau, wenn sie heiratet, muss ihrem Mann das Gefühl geben, dass er ein Mann ist. Gib ihm das Gefühl. Unterbrich ihn nicht bei jedem Wort. Sei nicht immer dagegen, wenn er etwas will. Nur so kann man das machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die rechtschaffenen Frauen sind was? Was? Gehorsam, demütig, bescheiden. Das ist es. Gehen wir weiter. Ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Geheimnisse. Nochmal wiederholen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig, ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Ja? Deshalb, eine gute Frau ist die Frau, die die Geheimnisse ihres Hauses zu Hause lässt. Nicht ihre Schwester kommt, ah, mein Mann und mein Mann und weißt du was, mein Mann, ah. Und wenn der Mann nach Hause kommt, der hat das Gefühl, die Freundin weiß alles. Und viele, viele Ehenprobleme entstehen dadurch, dass auf einmal die Freundin der Frau steht da und tibda tirdah la zalabe. Dann fängt sie an, den Ehemann zu beschimpfen. Weil er ihr sagt, warum kommt die einen Tag da zu uns? Du kümmerst dich nicht mehr um das Haus. Auf einmal, du hörst das von der Küche, kommt sie, ja du, und wie kannst du sie mit ihr umgehen? Nein. Die Geheimnisse von zu Hause bleiben zu Hause. Hör mal, bevor du heiratest, setz dich mit deiner Frau und triff Entscheidungen. Was willst du? Wie sollen wir unsere Probleme lösen? Wem dürfen wir zu Rat ziehen? Klärt das von Anfang an. Nicht bei jedem kleinen Problem. Wallah, es gibt Leute, yani, jeden Tag rufen mich 6, 7 Mal an wegen einem Problem. Aber Jibril, die hat gerade, die tut gerade, die ist gegangen, die... Ein offenes Buch. Jeder weiß schon Bescheid über sie. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie hütet, was Allah hütet. Deshalb viele Richter reden darüber, dass wenn du kommst mit einem Eheproblem dahin, nenne nur das Eheproblem, warum du gekommen bist. Fang nicht an zu sagen, mein Mann ist so, das interessiert uns nicht. Willst du die Ehe retten oder nicht? Aha, dann rede nur über das Problem, damit wir es lösen können. Hafizatun lil ghaib, bima hafiz Allah. Und du als Mann solltest du auch deine Frau beschützen und bewahren. Es gibt Männer, Wallahi al-Azim, der geht dahin, seine ganze Gemeinde in der Moschee weiß schon, was mit seiner Frau los ist. Sie ist das und die macht das. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beschützen, bewahren. Die Probleme zu Hause sollen zu Hause bleiben. Außer, wie Ali ibn Abi Talib hat gesagt, wenn du ein Problem hast, geh zu jemandem, bei dem du die Lösung findest. Ich gehe zu Sheikh Nasser, ich gehe zu Sheikh Abdul Azim, ich gehe zu jemandem, wo ich weiß, Assalamu alaikum, Sheikh, ich habe ein Problem, wie ist das so? Und er gibt mir einen Rat. Warum? Weil ich meine Ehe lösen möchte. Aber, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und dann sitzt der Bruder, warum weinst du? Oh, meine Frau, meine Frau. Was hat deine Frau gemacht? Die hat das und das gemacht und der hat die Baguettes verbrannt und der hat die Schuhe und der hat... Und nächstes Mal kommt immer und sagt, guck mal, das ist der Gasse. So ist das, so ist das. Wer keinen Respekt vor sich selbst hat, werden die Menschen auch keinen Respekt vor ihm haben. Subhanallah. So. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie. Jetzt kommen wir zu der Erziehung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, guck mal der Koran, wie uns das beibringt, wie wir zu Hause Probleme lösen können. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنْ. Bitte achte darauf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet. Er hat nicht gesagt, diejenigen, die sich widergesetzt haben, diejenigen, die widersetzt haben, er hat gesagt, ihr befürchtet das. Das heißt, du als Mann solltest du unter Kontrolle alles haben. Du siehst, dass die Frau anfängt, vom Weg abzukommen. Du siehst, dass die Frau von ihrem Verhalten schon schlechter geworden ist.
Ah, von Anfang an solltest du anfangen, Islah zu machen, zu reparieren, zu lösen. Wie machen wir das? Wie die meisten das machen? Er fängt an zu reparieren mit der Faust, mit dem Treten, mit dem Teller schmeißen. Nein, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, fa'idhuhun, gib ihnen einen guten Ratschlag. Und ich will dir sagen, gib einen guten Ratschlag eines, der seine Frau liebt und nicht einer, der seine Frau vernichten möchte. Das ist auch sehr wichtig. Du kennst deine Frau, du bist mit ihr verheiratet. Es gibt eine Frau, sie kommt mit Schreien. Hör damit auf! Hör damit auf. Es gibt eine, wenn du ihr sagst, hör damit auf, ist sie 3 Tage beleidigt und ist am Weinen im Schlafzimmer. Das heißt, du musst wissen, welche Art du anwenden sollst, damit du mit deiner Frau redest. Und suche auch den richtigen Moment, nicht vor ihren Eltern. Ein Bruder, ich sag's euch, ein Bruder, der das auf diese Art und Weise gemacht hat, eins. Der zweite Fehler war von ihm, jedes Mal, wenn er ein Problem hat, hat er seine Frau auf der schlimmsten Art und Weise ermahnt und dann rief er ihren Vater an. Deine Tochter macht und deine Tochter lässt. Jetzt haben sie sich fast getrennt. Wir sind gekommen, um die zwei zusammenzubringen. Jetzt stehen die Eltern, die alle Geheimnisse schon kennen und sagen, auf gar keinen Fall kommt ihr wieder zusammen. Haben sich ein Eigentor geschossen. Subhanallah. Also, er mahnt sie mit einer schönen, yani, Nasihatu muhibbin, wala Nasihatu muntaqim. Du liebst deine Frau, gib ihr einen guten Rat. Und weil du es lösen möchtest. Das ist das eine. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe sie ermahnt. 2, 3, 4, 5 Mal, es hat nicht geklappt. Was machen wir? Meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Da freuen sich die Männer. Meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Da freut er sich. Meidet sie im Ehebett. Guck mal, er hat nicht gesagt, du solltest das Schlafzimmer verlassen. Wie die meisten das machen. Oder nimm deine Sachen und geh zu deinen Eltern. Nein, nein. Er hat gesagt, meidet sie im Ehebett. Du bleibst im Ehebett, doch du fasst sie nicht an. Und die meisten Männer sind nicht in der Lage, das zu schaffen. Es ist klar und deutlich. Ich sag's. Deshalb ist es schwer, die Frau wieder in Ordnung zu bringen und auf dem geraden Weg zu gehen, weil du schwach bist. Das ist das Problem. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, meidet sie im Ehebett. Das heißt, schlaf und gib ihr die kalte Schulter. Sie wird darüber nachdenken, was ist los, was ist da. Aber sie kommt zu dir, trägt ihre diese Nachtwäsche, mich auf, Esafi, du bist schwach geworden, hat sich die Sache. Und die Frau, die hat nichts gelernt und nichts. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gib dir einen Ratschlag, hat es nicht geklappt, trenn dich von ihr im Ehebett. Nicht schmeiß sie raus, nicht du schlafst im Wohnzimmer. Warum? Wir wollen reparieren, wir wollen nicht mehr kaputt machen. Subhanallah. Dann hat auch nicht geklappt. Ich bin seit einer Woche mit der kalten Schulter und die Frau reagiert nicht. Was sollen wir machen? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und schlagt sie. Natürlich eine Schande ist, wenn jemand jetzt kommt und liest diese Eier und nimmt, dann geht er zum Sportladen, holt sich einen Baseballschläger und geht dann zu seiner Frau. Und wir wissen ja, dass eine Richterin ja einem Muslim Recht gegeben hat. Kennt ihr das? War ja im Gericht ein Skandal. Jemand hat seine Frau geschlagen, ist zum Gericht gegangen und dann hat die Richterin wollte entscheiden und ihm anzeigen. Dann hat er gesagt, ich als Moslem darf meine Frau schlagen. Wie denn? Dann haben sie vertagt, dann ist er gekommen im Koran. Die Richterin hat gelesen und schlagt sie, hat gesagt, sie haben recht, das ist kein Problem. Kennt ihr den Fall nicht? War in den Zeitungen eine große Fadiha. Ja, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Freiheit gegeben, mach mit deiner Frau, was du willst. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natürlich, wie Sheikh Nasser heute gesprochen hat, gestern gesprochen hat in der Dendua, wir müssen verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Was meinte er damit? Und natürlich brauchen wir auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um zu wissen, was meint er mit schlagt sie? Was heulst du, Schatz? Allah hat es mir erlaubt. Oder? Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat in einem Hadith gesagt, guck mal, ich erwähnt euch 2 Sachen und ich sag euch eine. Und es tut mir leid für diejenigen, die vielleicht sich angesprochen fühlen, aber wenn du dich angesprochen fühlst, Bruder, dann ändere was daran und mach Taube und entschuldige dich.